Ja, was geht denn hier? Feuerwehr Mission Level 10. Ja, ich habe ausprobiert wegen dem, wie sagt man, Monster Stunts eben, welcher nicht geklappt hat. Das war wirklich der, den ich vermutet hatte. Hab das getestet, habe ihn aber dann wieder neu geladen, weil ich wollte euch dabei haben, wenn ich den mache. Dann habe ich gedacht, ich mache jetzt mal noch off-air die Rampages, wenn ich schon off-air am Spielen bin. Und da bei der einen Mission, wo man mit Molotow-Cocktails um sich werfen muss, kam dann tatsächlich ein Feuerwehrauto und ich habe dann gedacht, na gut, wenn es mir schon so vor die Nase fährt, machen wir diese Nebenaufgabe auch noch. Ich finde die nach der, also Pizza Boy finde ich die einfachste Mission, rennt der ins Wasser. Es ist eben so, dass die ins Wasser rennen, die wollen eigentlich ins Wasser rennen, nur haben sie Problem, das Wasser zu erreichen. Das ist jetzt aber ein bisschen scheiße. Also ich habe mal eine in einem Gebäude löschen können, aber das war wirklich... Ich muss jetzt zuerst die anderen löschen und dann muss ich schauen, wie ich da runterkomme. Oh, der liegt hier noch, das ist natürlich auch noch gut. Aber eben der dort, der sollte es eigentlich ins Wasser schaffen. Ach komm, geht aus dem Weg. Also Feuerwehr, der ist fast unzerstörbar, der Feuertruck. Das Einzige ist, er ist nicht sehr wendig, also man muss schauen, dass man... meine Güte, wo ist denn der hin? Man muss schauen, dass der... Er ist nicht sehr wendig, man muss am besten mit der Handbremse Kurven nehmen, also scharfe Kurven. Zum Beispiel jetzt. Dann geht das nämlich einiges fixer. Ja, das ist halt wirklich blöd, dass die Leute wegrennen. Ansonsten ist diese Mission eigentlich, sie geht nicht sehr lange, also... Und sie, ich finde sie eigentlich nach Pizza Boy die einfachste. Gut, Bürgerwehr ist natürlich mit dem Panzer, wenn man die Bürgerwehrmission mit dem Panzer macht, natürlich das einfachste, aber... Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, wie es jetzt... Ah, Moment, doch. Das könnte funktionieren. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass wir jetzt so viel Zeit verlieren, nur weil, ja eben, man darf wirklich nicht auf die Leute, man muss wirklich drauf losfahren, sonst schafft man das nicht. Ich verliere hier extremst Zeit. Na gut, ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich die Person da unten schnell löschen kann. Kommen wir hier rüber? Ja, ich darf einfach nicht kippen. Das habe ich noch nie erlebt. Kommen die... Ja, wir kommen natürlich nicht durch. Wo ist denn die überhaupt? Ich sehe die gar nicht. Okay, ich habe verstanden. Wir müssen irgendwie auf diese Wiese runter. Ich frage mich dann nur, ob wir dann wieder hochkommen, aber im Moment... Ich möchte einfach nur diese Person löschen. Ich plane gar noch nicht weiter. Es kann sein, dass ihr diesen Part, also wenn ihr diesen Part seht jetzt, dann habe ich das irgendwie geschafft. Und falls ihr ihn nicht seht, dann... Ja, dann habe ich es nicht geschafft. Aber ich finde hier Zeit, das ist nicht wirklich... Oh, naja, das ist wirklich dumm, dass die da... Also die wollen ja wirklich, die wollen ins Wasser springen, aber ich finde das auch ein bisschen dämlich, dass sie es dann nicht irgendwie, dass sie es dann nicht können. Ja, ich komme hier nicht runter. Nein, ich komme nicht runter. Kann ich vergessen. Ah, Moment. Ist mir was eingefallen.
zwar. Kommt man überhaupt irgendwie auf diese Wiese? Nö. Boom. Ja, das war jetzt echt blöd. Gut, ich werde es noch mal versuchen, aber ich schneide, dass ihr dann zum zum letzten Mal auch noch seht. Aber da mal werde ich bei Level 12 euch dazu holen. Also bis später, tschüss. So, Level 12. Ich hab's doch mal versucht. Ja, ich werde den letzten Part, wo wir ja knapp nicht geschafft haben, wegen Unmöglichkeit. Also, das ist wirklich so, wir haben nichts falsch gemacht, sondern wir hatten wirklich einfach nur Pech. Habe es jetzt doch mal versucht. Ja, große Strategie habe ich bis jetzt nicht rausfinden können. Man muss halt einfach schauen, dass man da die, ja, die Leute möglichst schnell löscht. Muss dabei auch aufpassen, dass man sie nicht überfährt. Obwohl, ich muss schon sagen, hier ist schon von Vorteil, wenn die hier in Ocean Beach am Strand sind, dann hat man da, da können sie nicht problematisch ist überall, wie zum Beispiel auch im Downtown, wo sie dann in Gassen rennen können. Also ich würde sogar so weit gehen und empfehlen, also so wie ich es jetzt mache, können es nur die Leute machen, die die ungeschnitten, die unzensierte Version haben, wo man die Rampages machen kann, weil ich habe eben den einen Rampage mit den Molotov-Cocktails gemacht und dann kam der Feuerwehrwagen. Oh toll, jetzt wieder ein Stern. Jetzt verhaftet mich sicher der Bulle in Level 12. Boah, geschafft. Feuerwehrmission Level 12, du bist jetzt absolut feuerfest. Nein, jetzt brechen wir ab. 32.000, also man verdient da schön, schön viel Geld. Gut, ich werde diesen Part jetzt mit dem anderen zusammenschneiden. Vielleicht noch kurz als Information. Wir haben jetzt... sechs Minuten gebraucht. Kann das sein? Ja. Also man hat nicht lange für die Mission. Also die Feuerwehrmission geht relativ schnell. Das heißt, wenn man sie versucht hat und dann gescheitert ist, kann man sie ohne weiteres nochmal versuchen, einfach bis man es schafft. Eben das Einzige, was ich da als Trick quasi sagen kann, ist, dass man hier mit der Handbremse in die Kurven geht, so. Dann, dass man mit dem Fahrzeug, also quasi so hin und her die Leute löscht und nicht hier mit den Tasten. Ja, wäre irgendwie noch cool gewesen, wenn es so eine Art Zielhilfe gegeben hätte, aber naja. Gut, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und in der nächsten Folge werden wir die verbleibenden Monster-Stunts machen. Und für die übernächste Folge habe ich dann auch ein kleines Special für euch. Und nach diesem Special ist es endlich soweit. Wir machen die Missionen. Wir wollen die 100%. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder einschaltet. Bis bald.